Genau mein. Oh nein! Oh nein! Musikvideos! Oh nein! Was heißt denn hier oh nein? Naja, Musik, also es ist ja so, wenn Ruth Moschner, wenn ich eingeladen bin beim Buchstabenbattle bei ihr in der Sendung und ich muss Musiktitel raten, ja? Ja. Da bin ich sowas von unfassbar schlecht, okay, dass ich mich wundere, warum ich immer wieder eingeladen werde. Ja. Also, weil du so lustig bist. Weil die Verzweiflung. In der Verzweiflung. Aber das heißt ja auch nicht unbedingt, dass Ruth das besser weiß, weil sie liest ja auch das nur die Fragen. Ich lese ja nur ab. Ja, aber sie ist schon Viech. Aber im Prinzip ist das Spiel ganz einfach. Ich zeige euch Ausschnitte aus einem Musikvideo oder einen Ausschnitt aus dem Musikvideo und ihr sagt mir halt, wie das Lied heißt. Oh Gott. Boah. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben. Ist es richtig, bekommt man einen Punkt. Ist es falsch, bekommt der Gegner, Gegnerin einen Punkt. Wer nach 11 Aufgaben mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand entscheidet die nächste. Das nächste Video. Aber nur den Titel, nicht nur den Titel. Interpret oder nein, irgendwas. Nur den Titel. Und wir sehen das nur, wir hören logischerweise nichts. Ihr hört nichts, richtig. Mm-hmm. Es ist nur das Bild. Ach du Scheiße. Wir haben auch ein Beispiel, damit ihr vielleicht mal reinkommt. Also, hier das Video, wie heißt das Lied? Das Alexander hat noch gar nicht raufgeguckt. Das ist Last Christmas. Naja, also. Was denn? Was? Es war zum Glück nur ein Beispiel. Ja, ja. Du musst dich schon ein bisschen konzentrieren. Ich machte mal die Slow-Mo. Ich hatte es so gemacht, so. Na, das ist so. Wir schauen mal rein. Ja. Und da hat sie schon gedrückt ausgesprochen. Ja. Es ist natürlich das Problem bei diesen Beispielen, ja, ist immer, die dass sind die total so billig, gemein, ne? Und jetzt kommt irgendwas genau. Total kompliziertes. Ja, wir schauen einfach mal. Irgend so ein Deutschrapper. Fangen wir also an. Jetzt geht's um Punkte. Wie viele Punkte muss man machen? Nach 13 Aufgaben, wer mehr hat. Nee, 11. Wer 11? Nach 11 Aufgaben, wer dann mehr Punkte hat. Ja. Also, hier das erste Video. Wie heißt das Lied? Alexander? Ring. Darf ich all sagen? Your ladies, all your single ladies, all your all, zu spät. All your single ladies. Ja, das war. In 5 Sekunden habe ich nicht ganz so kapiert. Nee, ne, das war nicht so. Aber das ist völlig überraschend für mich. Jetzt warst du ein bisschen zu schnell. Nein, ich war in der Antwort zu langsam. Oder so. Also, das war leider nach den 5 Sekunden. Und alleine nur Ring, es kommt vielleicht drinne vor, aber nur Ring lasse ich da nicht. Ja, gehen. Aber es gibt ja mehrere Versionen. Nein, wir lösen das einfach ist die mal auf. Version, die heißt Ring. Ja. Da Ring steht eindeutig mit drin. Ja, aber so heißt das Lied ja immer nicht. Ah, ja. Also Single Ladies, okay. Put a Ring on it. Ja, ja, es war doof von mir. Punkt für Ruth. Die war aber auch schnell, die hat auch das Lied zumindest erkannt. Hier das nächste Video, wie heißt das Lied? Gut. Scream. Scream. Willst du es auch sagen? Naja, ich sage mal so, ich hätte ein bisschen länger gebraucht, darüber nachzudenken. Ich kannte... Janet Jackson und Michael Jackson? Ja, das kannte ich. Ich hoffe, es heißt Scream. Aber mehr... Sie singen ja immer nur, wir müssen ja eh auflösen. Scream! Voll richtig. 2. Punkt für Ruth Moschner. Aber ich bin überrascht, du drückst zumindest schnell. Also so schlecht bist du da wohl scheinbar nicht. Ja, das eine war aber jetzt reines Reflexdrücken, dass ich danach gedrückt habe, dass ich sagen kann, ich hätte es gewusst. Nein, aber das Problem ist, dass mein Auge schneller entscheiden kann zu drücken, wie mein Hirn es schafft, draufzukommen, was mein Auge gesehen hat. Okay. Das ist ein bisschen schwierig. Verstehe. Also ist dein Vorteil. Dann schauen wir mal, wie das beim dritten Lied hier aussieht. Wie heißt es denn? Ja, ganz klar. Hä? Ganz klar. Kenn ich nicht. Das. Aber das schaut aus wie ein 80er-Hit eigentlich. Nee. Nee, das ist der Ding. Na? Keine Ahnung. Dann drück doch. Frag für einen Freund. Sag mal so, man hat... Irgendein deutscher Rapper. Der Titel war auch schon öfter zu sehen im Bild. Was? Ja, schön. Der Titel, keine Ahnung, war schon, sorry, öfter zu sehen im Bild. Es ging um einen Roller. Roller von
Apache 2.7. Ah, so. Naja, aber wir hören mal rein. Da muss 45, 50 zusammen sind gute 90, das hören wir nicht. Apache 207 Roller, okay. Ihr habt es nicht so mit aktuellen Titeln so. Naja, also da muss ich bin da einfach grundsätzlich schlecht. Dann haben wir jetzt wieder etwas Älteres für euch. Danke, das ist Dankeschön. Wie heißt denn dieses Lied? Gut. I want to break free. Queen. Wir hören rein. I want to break free. Sehr gut. I want to break free, Queen. Ich habe erst gedacht, das ist der Vorreiter von einer Thermomix-Werbung oder so. Ich hatte eher Angst. Ja. 3 zu 0. Ja. Das nächste ist auch ein schönes Video. Wie heißt denn das Lied? Oh, du Schande. Ja, oh, wie ist das denn nochmal? Oh Gott, ja, das war so. Ich darf auch nicht mehr hinschauen, dann kann ich ja weniger denken. Oh. Das habe ich verdrängt, das war zu viel Schritt im Bild. Ja. Ja. Also, ich würde mal sagen, aus Anstand, dass man damals Videos produziert hat, man den mit dem heutigen Frauenverständnis gar nicht mehr zeigen würde, lehne ich es ab, hier zu sagen, das Lied heißt. Ja. Aber das ist, wenn du es jetzt sagst, beide so, oh. Ja, lieb rauf und runter und ja ein ganz tolles. Ich war da ganz verliebt. Seriöses. In die dritte von links. Ja, genau. Call on me wäre es gewesen. Ja, wir mal rein. Natürlich. Oh Mann. Ja. Eric Price. Ja, aber es war auch ein Lied aus den 2000ern, war mir klar, dass ihr das nicht wisst. Ja, wir sind zu alt, danke. Sag's einfach nochmal. Wir müssen weiter zurückgehen. Es bleibt bei 3 zu 0. Schwarz-weiß. Warte. Wie heißt denn dieses Lied? Gut. Ich tippe auf Männer sind Schweine. Bitte. Du tippst. Naja. Du bist ja nicht sicher. Doch, jetzt schon. Wenn ich die Lara sehe, dann sind es Männer sind Schweine. Wir gucken. Männer sind Schweine. Die Ärzte. Also ich wusste, dass dieses Spiel zu einer Art Demütigung wird für mich. Also das habe ich ganz tief gespürt. Aber du hast nackte Hintern gesehen, das ist schön. Und ich sehe dich. Oh. Mein nackter Hintern. Also kommen wir mal weiter. Steht 4-0, ich kann noch aufholen. Ich sehe nackte Hintern und dich. Eine schöne Liebeserklärung. Mir ist ein bisschen übel, aber hey, lass uns weitermachen. So, wir haben nur noch 5 Lieder. 4 Punkte hat Ruth, das heißt, Alexander muss jetzt mal so langsam punkten. Vielleicht, entspannt. Vielleicht mit diesem Song, ansonsten hat Ruth sogar schon gewonnen. Wie heißt es? Das ist Take On Me. Oh ja. Aha. Aha. Wir lösen auf. Somit gewinnt Ruth Moschner Spiel Nummer 2. Musikvideos. Alle Lieder der 80er und 90er wurden erkannt. Die 2000er haben wir mal ausgelassen. Es steht jetzt nach dem zweiten Spiel 2 zu 1 für Ruth Moschner.